Feuerwehrleute, die Feuer mit Feuer bekämpfen, und es funktioniert in diesem postapokalyptischen Schonenkracher scheinbar schon. Und das Feuer hat es auch wirklich in sich. Jahre nachdem in einer gigantischen Feuerkatastrophe die Welt fast vollständig verbrannt wurde, errichteten die Überlebenden eine neue religiöse Zivilisation im Bereich von Tokio. Doch die Menschen leben weiterhin in Angst, da sie aus unerklärlichen Gründen plötzlich Feuer fangen können und zu Flammendämonen mutieren. Manche Personen, die sich nicht verwandeln, erhalten Feuerkräfte und werden in die Feuerwehreinheiten eingegliedert, welche den Verwandelten Paroli bieten. So tritt auch ein junger Rekrut, welcher mit seinen Füßen Feuer erzeugen kann, einer Einheit bei, da seine Familie bei einem Brand umgekommen ist. Seine Station ist voller schrulliger Gestalten, welche den Auftrag haben, andere Zweige der Feuerwehr auf Korruption zu prüfen. Dabei werden Geheimnisse über einen Kult aufgedeckt, der es geschafft hat, Menschen absichtlich in Dämonen zu verwandeln und ein zweites apokalyptisches Event heraufbeschwören will. Der Rekrut muss sich nun zusammen mit seinem Team vielen Gefahren stellen, um seine Fähigkeiten zu perfektionieren und der Bedrohung Einhalt zu gebieten. Ein Actionfeuerwerk der Superlative mit vielen witzigen Figuren und einer interessanten Welt. Das stylische Steampunk-Feuerwehr-Setting kann sich sehen lassen und an tollen Animationen wird hier nicht gespart.